Oh yeah, zweite Halbzeit. Und das erste Spiel der Western Conference. Des Finals. Western Conference. Egal, bla bla bla. Unser Ziel, Kevin Durant stoppen, dass er nicht viele Punkte macht und dass ich mein Team so gut führe. Fertig. Aber wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Kannst ja mal versuchen, aber wird wohl nicht raus. Okay. Das war dann doch mal. Nicht getroffen. Schon mal nice. Was? Tellerson? Fry? Der Wurf ist gut. Wenn ich falsch sagen, schlecht, aber als er nicht getroffen hat. Oh, no look. No look. Und Kevin Durant. Los, er trifft einfach Wurf nicht mehr. Richtig einfacher. Tellerson. Richtiger Wurf, wichtiger Wurf. Es ist komplett frei, da hat jemand wohl geschlafen, oder? Nee, hat er so Bäumchen gedreht. Warum nicht gute Wurf-Defense? Nein, das kann ja richtig spät sein. Komm schon, auf geht's. Motivation, yeah. Voll emotional, ja. Ja, komm schon, Alter. Nein, okay, eigentlich nicht, aber... Boah, schon wieder ein Fehlwurf und der nächste Rebound, finde ich. Zwar schon wieder ein paar Turnover. Keine Assists. Bei Iguodala gibt es immer die Assists, oder was immer. Ja, jetzt lebst du in der Zone, oder was? Okay, Durant. Ball, Platz, okay, nicht mehr. Kann ich nicht dran. 15 Punkte. Ist ja noch normal, nicht so zu den 40 Punkten von den anderen Gegenspielern. Boah, was für ein herrlicher Pass, muss man einfach sagen. Und der Assist? Was ist das denn heute? Noch ein Assist? Hätte ich jetzt ganz persönlich nicht gegeben, den Assist, aber ist ja Amerika, NBA, das ja, also für die Assists gelten ja andere Regeln, außer zu weit weg zu... Oh mein Gott, Kevin Durant trifft nicht mehr. Chandler! Guter Wurf. Okay. So, Kevin Durant. Was machst du jetzt? Vielleicht Punkte, ich weiß, aber... Oh, mit dem Spin und... Kann er einfach zum Korb ziehen und Korbjäger machen. Westbrook. Und wahrscheinlich durch seine Schnelligkeit. Der ist gar nicht so schnell auf dem Papier für das Computerspiel. Der ist einfach schneller als der Rest und deswegen kann er einfach machen. Obwohl der im... Das, was gezeigt wird, gar nicht so schnell ist. Nice Ball Movement. Und was du willst. Wilson Chandler. Jetzt kommt Vorsprung aus 4. Also 4 am Anfang. Und da ist er wieder frei. Und jetzt kommt er den. Das war doch nicht klar. Und ich wollte nicht auswechseln, aber ich wollte mir den anderen Sozialminuten geben. Ja. Also Sozialminuten, damit die anderen auch nicht so unzufrieden sind, so dass die auch mal kommt ins Reine spielen. Hallo? Da, schöne Punkte, schöner Assist. 5 Assists, 5 Assists für Ty Lawson. Ist ja mal was ganz anderes. Wo ist Kevin? Naja, da ist Kevin. Komm, Gallinari verteidigt. Oh, trifft nicht. Was ist mit Kevin Durant los? Randolph, wichtiger Wurf, seine Punkte. Schon wieder los mit dem Assist. Sein Punkt vor. Okay. Ah, der war jetzt weit weg. Dann kann ich einfach nicht vorbei.
Ein Aufstellen. Double Double in der dritten Halbzeit. Was ist mit dritter Halbzeit? Ja, drittes Viertel natürlich noch zwei Minuten vor Ende. Oh, viel zu einfach, er hat Max gepennt, Däumchen gedreht oder einfach Pepsi getrunken. Schleichwerbung, aber hier ist ein Pepsi Center, deswegen heißt es sowas. Okay. Durant, Rose, Pass to Cook. Nein. Maynor. Was für eine gute Wurf-Defense. Wieder ich und der trifft schon wieder nicht. Das ist einfach zu schlecht dafür. Der trifft zwei Freier nicht. Okay, das heißt, sieht sehr nach Joe Friday aus, aber schlechter Pass. Richtig schlecht. Und Durant. Da. Nicht. Den trifft er nicht. So. Schlechte Passauswahl, egal. Lawson. Schlechter Pass. Okay, der Block von mir war auch unnötig, aber. Guck, den triffst du wieder nicht, würde ich sagen. Ja, nicht durch Seth Alonso, den triffst du. Ja, mein Mann. Achso. Okay. Das ist halt so. Passt mir. Gallinari. Boah, guter Offensiv-Rebound oder der gut aufgepasst, würde ich sagen, von Randolph. Okay. Maynard, Durant. Auf geht's, Durant, mach was. Sonst verliert dein Team. Ja, passen. Dann zu Cook passen bringt's nicht. Der hat schon drei freie Dreier verlegt. Okay. Warum treffe ich den nicht? Ich war frei. Okay, hätte ich passen sollen, aber. Warum kann ich den Region Fall? Danke. Habe ich zwar nicht gelesen, was er gesagt hat, der Coach, aber. Ist meine Leistung? Okay, ist doch positiv. Noch eine Frage. Kevin Durant mit 22 Punkten und 9 von 23. Okay, ist auch noch in Ordnung. Das heißt, er ist gerade nicht am Feier geworden. In der Zeit, wo ich außerhalb des Spiels war. 10 Punkte. 7 Assists für Tyler. Ich kann mich gar nicht verlassen. Ich hab grad. Chandler. Der Pass. Und das Foul. Das sieht gut aus. Kann es sein, dass ich der schlechteste aus meinem Team bin? Von der Starting 5 her? Punkte. Ja. Nee, zweitschlechtester. Mal was verbessern. Jetzt wird er noch jemand anderes Spieler des Spiels. So, okay. 15 Punkte Vorsprung, noch 7 Minuten. Ist recht selten. Das ist Lol. Und wo war hier die Defense? Ich bin einfach nur mal gesprungen. Und Ty Lawson, einfach nach Weg zum Korb. The lift they've gotten from him today has been huge. I mean, he's been steady offensively and he's helped them get out in front of you so far. Ich sollte mal zurücklaufen, anstatt vorne einfach den Ball versuchen zu stehlen. Look at the clock, a little under 3.5 minutes gone here in the fourth. Komm vorbei. Danke für den guten Onboard-Screen. Oh mein Gott. So, und weiter geht's mit dem Spiel, 26 Minuten im Spiel. Was? Okay, 25 Punkte. Wieder. Er trifft nicht. Durant heute gar nicht on fire, wenn er nächstes Spiel so weit, wenn er die ganzen Dings so spielen wird, schlechter Pass.
D minus. Ja, okay, ich habe zu spät bemerkt, es ist frei, aber. Ja. Ach komm, ich habe weniger als okay, 50% gerade so. Okay, meine Mitspielernote geht gerade katastrophal den Bach runter. Ich schon mal anrufen. Nebenbei. Ren, gar nicht. Heute. Da habe ich schon hatte mehr bessere Wurfquoten als 10%. Warum? Nein, ein Assist, aber mein Wurfquot ist gerade katastrophal. Ich muss da mal was machen, dass ich nicht mehr. Okay. Noch ein Assist. 20 Punkte fast. Nein. Oh. Und ich werde schon wieder ausgewechselt für 50 Sekunden. 18 Punkte Vorsprung. Okay. Heute eine ganz schwache Leistung von Kevin Durant. Darf man einfach so anmerken. Ach, krass. Schade. Westbrook. Und Stepback. 21 Punkte. Nein, wollte ich nicht. Iguodala. Heute ist ein offensiv gar kein Punkt. Also von den Punkten her bin ich gerade richtig schlecht. Kann das sein? Ja, kann sein. Ich würde mich die ganze Zeit und machen nur so Notpässe. Ging zu Ballbewegung und Ende. Okay. Einfaches Spiel eigentlich. Hätte ich jetzt gedacht, es wird schwerer sein, aber haben wir dann noch gewonnen. Nice. Ich wurde Spieler des Spiels mit meiner immer mickrigen Punkten oder was? Ich habe es mal überspringen, oder? Nee, wo ich nicht will. Okay. Weil es wurde gesagt, John Player, keine Ahnung was. Okay, das Spiel war recht okay, weil es nichts Überragendes. 12 Assists. Ja. You picked up 12 Assists in this one. In fact, you were really moving the ball well from start to finish. How much of a factor do you think that had in the win? 100%. Es war ein Teil des Ganzen ist gut. Das war extrem. Das war ein Teil des Ganzen. Das hört sich gut an. Fans. Ja, Fans sind ja gerade egal. Neues Unterhaltungsthema. 6 von 12. Okay, was machen? Oh mein Gott. Mir wurde was ganz Wichtiges gesagt. Nämlich nichts. Naja, dann sehen wir uns wieder nächstes Mal. Im zweiten Spiel des. Achso, warte. Das haben ja manche Leute gefragt. Wenn das Spielakte. Tribute. Wie sieht man das denn? Spiel behalten? Nee, nicht mehr.
Ja, ich möchte fortfahren. Warte, wo sieht man das denn? Ich will Upgrades. Ja, nee, mein Gesamt. Achso, ich glaube unter Team. Ne? Kader. Oder? Point Guard, Small Forward. Nee. Spielakte. Nee. Ach, keine Ahnung. Also, ich wollte eigentlich zeigen, wie meine Noten, wie meine Gesamt. Achso, doch, sieht man doch. Da oben rechts. Offensiv 73, Defensiv 66. Da habt ihr es. Bam. Ich bin so blind und sehe es nicht. Okay, dann also wie ich halt gerade bin. Ja, dann verabschiede ich mich für diese Aufnahme und wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play NBA 2K14. Abgehackte Sätze. Naja. Okay, dann tschüssi.